schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und heute erkläre ich euch in kurzen Worten, wie die Bedienung der Actifry 2-in-1 XXL funktioniert. Dafür nehme ich euch mit hier aufs Display. Erstmal machen wir den Strom an. Das ist die Standardeinstellung 1 und 29. Also hier die Pommes mit 29 Minuten. Die könnt ihr einfach hier durchlaufen, 1, 2, 3, 4, 5. Ich schreibe euch unten in die Beschreibung, welche Zahl für welches Gericht steht. Da könnt ihr es dann nochmal nachlesen und braucht nicht in der Bedienungsanleitung nachschauen. Jetzt geht es aber darum, die ganz einfach und schnell einzustellen. Erstmal zum Display noch. Nach 3 Minuten geht sie in den Standby-Modus und nach 10 schaltet sie sich ab. Also dann ist wirklich nur noch der Eco-Modus. Ich mache es aber immer so, ich habe das im Dreierstecker, mache das aus, so dass ich die dann immer nur anmache, wenn ich es wirklich brauche. Mittlerweile habe ich mich an die neue Actifry gewöhnt. Natürlich geht das Pizzablech hier nicht, aber ansonsten ist sie wirklich gut. Man kann sie einstellen von 70 bis 220 Grad. Das ist der Standardbildschirm und ihr möchtet jetzt zum Beispiel 10 Minuten in der Grillplatte eure Rostbratwürstchen machen, also müsst ihr Folgendes einstellen. Ihr drückt einmal auf Minus, so ist der Rührarm im Nullmodus. Dann drückt ihr hier auf die Grillplatte. Hier könnt ihr wechseln zwischen Rührarm und Grillplatte. Ihr wollt jetzt aber nicht im Modus 2 grillen, sondern möchtet das gerne selber einstellen. Dann drückt ihr hier auf Minus, Minus und dann erscheint M wie manuell. Dann tippt ihr rechts drauf, dann blinken die Minuten und dann könnt ihr sagen, zum Beispiel 10 Minuten. Ich mache die Rostbratwürstchen immer auf 10 Minuten. Und dann sagt ihr hier Start. Möchtet ihr aber auch noch die Gradzahl einstellen, dann tippt ihr nochmal drauf, weil es ist nämlich auf 220 Grad voreingestellt. Und die alte hatte 180 Grad, also kann ich sagen, 180 Grad und die voreingestellten 10 Minuten und Start. So funktioniert das im manuellen Modus. Also ihr könnt das natürlich auch sinngemäß umgekehrt machen. Einmal in der Mitte gedrückt halten, dann seid ihr wieder vorne im Standardprogramm. Und wenn wir jetzt aber sagen, nee, ich habe jetzt heute nur meine Reispfanne und die soll unten gebraten werden und ich weiß, okay, 20 Minuten, das hat immer gut geklappt, dann sage ich hier, okay, Rührarm 1, gehe aber auf manuellen Modus, sage dann meine Zeit, hier Zeit, und 20 Minuten. Wenn ich das eben von der alten noch kenne, würde dann sagen, nochmal drauf tippen, die alte hatte 180 Grad und würde dann hier wechseln, will oben nicht zubereiten, gehe dann da auf Minus. Und würde starten, hätte unten meine 20 Minuten bei 180 Grad und fertig. Aber auch die einzelnen Programme könnt ihr ganz einfach verstellen. Wenn ihr jetzt den Modus 1 habt für Pommes, geht ihr hier auf die Minuten und könnt sagen, nee, die müssen aber jetzt 35 Minuten. Dann braucht ihr nichts Manuelles einstellen, sondern könnt hier variieren einfach mit der Zeit. Die Gradzahl könnt ihr dann hier nicht einstellen, weil die in dem Programm hinterlegt ist. Wir wählen jetzt einfach mal einen anderen Modus aus. Ganz interessant ist der Modus 8. Das werden wir im nächsten Video ausprobieren. Das ist die internationale Taste. Da kommt ein asiatisches Gericht rein und die Temperatur wird während des Laufs automatisch von der Actifry eingestellt. Da gibt es auch ein Rezept zu und das machen wir im nächsten Video gemeinsam. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie bitte unten rein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dahin, eure Sophie.